Hallo, ich möchte euch heute mal zeigen, dass man durchaus auch das Samsung Galaxy S4 an den NSX 700 anschließen kann. Das Handy muss dazu allerdings geroutet sein, da man sonst die App nicht nutzen kann, da diese Root-Rechte benötigt. Als erstes sollte man schauen, ob in den Settings des Radios unter Eingang das Smartphone auf Mirrorlink eingestellt ist. MRL funktioniert nicht. Warum auch immer, weiß ich nicht, ist auch wurscht, Mirrorlink funktioniert. Hat man das getan, sollte man hier unten auf Smartphone drücken. Dann kommt die Meldung, dass kein Gerät angeschlossen ist. Geht auch nicht, da das Gerät noch nicht angeschlossen ist. Hat den Grund, schließt man das Gerät vorher an, wählt man dann Smartphone, kommt keine Verbindung zustande. Das heißt, Vorgehensweise ist, die App auf dem Handy starten, hier auf Smartphone wählen, und dann erst das Handy mit dem mitgelieferten USB-Kabel anschließen. Dann dauert das einen Augenblick. Die App startet auf dem Handy. Das steht hier verbinden, das Gerät wird bearbeitet. Guten Tag, heute wird es wolkig sein und die aktuelle Temperatur beträgt 13 Grad. So, somit hat man nun den Handyscreen. Das blendet hier also ist ein bisschen blöd, das Wetter gerade. Auf dem Radio-Display. Hier kann man sich nun das Wetter anzeigen lassen oder auch ansagen lassen, vielmehr, weil man es halt eben eingestellt hat. Hier unten hat man einen kleinen Pfeil, drückt man da drauf, kommt man in die sogenannten, ich sag mal, Hauptmenü der App. Hier kann man nun verschiedene Einstellungen vornehmen. Die Lautstärke, Konten kann man Facebook und Twitter dazufügen. Somit kann man sich die ganzen Nachrichten, die bei Facebook gepostet werden, hier auch anzeigen lassen. Die Navigations-App kann man sich in den Einstellungen auch aussuchen. Dafür darf das Handy allerdings nicht am Radio angeschlossen sein. Das heißt, diese Einstellungen müssen direkt am Smartphone vorgenommen werden. Wie gesagt, es darf nicht angeschlossen werden. Macht man das, hat man keine Zugriffsrechte darauf. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Message Readout bedeutet, Entschuldigung, dass sobald eine Nachricht kommt, diese vorgelesen wird. Musst du nicht unbedingt haben, deswegen habe ich es auf manuell gelassen. Lautstärke und Sprachgeschwindigkeit, denke ich mal, sollte selbsterklärend sein. Hier kann man auch den Benutzernamen eingeben. Die Temperatur soll dann halt bei uns Deutschland natürlich in Celsius. Und die Version der App ist die 11028 R5. Einen kleinen Saft-Button hier an der Seite, kommt man wieder zurück. Dann kann man sich Schnellzugriffe anlegen. Dies geht natürlich auch nur, sofern das Radio nicht mit dem Smartphone verbunden ist. Diese Einstellung macht man wieder auf dem Smartphone. Hier kann man sich halt alles, was man so halt schnell nutzen möchte, auf das Display holen. Hat man das getan, kann man zum Beispiel mit TuneUp, TuneIn, Webradio, auch von unterwegs, sich reinziehen. Alles kein Problem. Was nicht so gut funktioniert, sind Streaming-Videos. Das heißt, YouTube oder allgemein Videos vom Smartphone auf das Radiodisplay zu übertragen, wirkt ziemlich ruckhaft. Ich denke mal, da ist einfach die Geschwindigkeit vom USB nicht schnell genug. Ob es eventuell möglich ist, mit den separat erhältlichen MRL-Adapter das Ganze zu beschleunigen, kann ich nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob wirklich alle anderen Smartphones funktionieren mit dieser App. Ich vermute es aber mal, da diese App ja halt die Root-Rechte so benutzt, dass man dann halt das Display woanders spiegeln kann, obwohl es normalerweise nicht möglich ist. Wie gesagt, das Handy muss geroutet sein und alle, die davon ein bisschen Ahnung haben, können es natürlich machen. Die absolut keine Ahnung haben, was ein Root überhaupt ist, sollten entweder die Finger davon lassen oder sich erstmal ein wenig einlesen. Denn durch den Root auf dem Handy verlischt meistens die Garantie des Gerätes. Ja, das war's dann auch schon und ich hoffe, dass ich euch etwas helfen konnte, weil bis jetzt habe ich diese Sachen alles nur auf Englisch gefunden und es gibt ja auch nun deutsche Leute, die sowas nutzen möchten. Die Links zu der Seite, wo man diese App bekommt mit der Installationsanleitung, werde ich in den Kommentaren hinzufügen und für weitere Fragen könnt ihr natürlich gerne mal einen Kommi da lassen. Also, viel Spaß mit eurem neuen Radio und den super Smartphones. Ja, hat noch was vergessen vorhin. Und zwar hat man jetzt hier ja nur die App. Das ist die eigentliche App, die es möglich macht, das Smartphone mit dem Handy zu verbinden.
Dann kann man natürlich aber auch auf dem Handy auf den Home-Button drücken. Tut man das, kommt man auf den Homescreen. Man kann praktisch sein komplettes Smartphone auch über dieses Radio steuern. Alle Apps, die man so hat, E-Mail, ach, was da alles nicht gibt, also das, was ihr gerne nutzen möchtet, könnt ihr das auch auf euren Radio-Display nutzen. Wie gesagt, sind es Spiele oder Videos, die sind echt sehr ruckhaft. Ich weiß nicht, woran es liegt, eventuell gibt es da nochmal Updates, dass das ein bisschen schneller funktioniert. Aber ansonsten kann man es ganz normal nutzen.